Ja, also wir haben so ein Haus im Bauhaus-Stil gebaut. Wir gehen da jetzt mal rein. Also bei uns kann man es ganz gut sehen, dass es ein rechteckiges Haus ist. Ja, was halt auch im Bauhaus-Stil gebaut wurde. Man hat halt im Bauhaus-Stil auch viele Fenster gehabt, wie man das hier sehen kann. Wir haben dann auch noch so eine kleine Garderobe hier vorne gehabt. Da einmal zum Hinsetzen. So ein Kleiderständer und dann noch sowas für die Schuhe. Dann gehen wir jetzt in die Küche, Schrägstrich Wohnzimmer. Das war halt im Bauhaus auch relativ oft vertreten, dass man einfach die Küche mit dem Wohnzimmer gemischt hat. Hier sieht man auch wieder sehr viele Fenster. Zwei relativ große Panoramafenster. Dann noch relativ kleine Fenster. Ja, gut, dann gehen wir jetzt zum nächsten Raum und zwar in das Bad. Das Bad ist relativ klein gehalten, denn im Bauhaus sollte ja alles einfach nur Wirkung haben und keinen weiteren beträchtlichen optischen Sinn. Wir haben da hinten einmal eine Dusche gebaut. Dann haben wir links daneben ein Waschbecken mit Spiegel. Wenn wir dann weiter jetzt genau geradeaus gehen, sehen wir da unser super duper Toilette mit Abfluss. Dann gehen wir jetzt raus ins Schlafzimmer. Also ja. Ja, das Schlafzimmer ist für zwei Personen ausgelegt, also Doppelbett für ein Ehepaar. Dann haben sie da noch, falls ihnen abends langweilig ist, können sie abends noch ein schönes Buch lesen. Und ja, halt alles relativ schlicht gehalten, bis auf der Teppich. Gut, dann gehen wir jetzt in die Garage. Ja, also die Garage ist auch relativ schlicht gehalten. Auto haben sie noch nicht, sagen wir es mal so. Haben sie hinten noch ein schönes Regal stehen. Ja, dann gehen wir jetzt raus in den Garten. Zuvor sehen wir aber noch in dem Garten hier so ein kleines Umziehzimmer. Für falls es mal regnen sollte, wo man den Gummistiefel stehen hat. Oder Regenjacken hängen hat. Gut, dann gehen wir jetzt wieder raus. Ja, dann haben wir hier so eine kleine Terrasse. Sollte halt nicht groß sein, einfach nur so als kleines, so als kleiner Vorraum, damit man da sich mal ein bisschen hinsetzen kann und genießen kann. Jetzt sehen wir jetzt hier links unseren Pool. Der ist relativ weiß gehalten, damit man nicht unbedingt im Schlamm baden muss. Und ja, wenn wir jetzt weiter nach links gehen, kommen wir zu unserem Feld, wo man ein bisschen was angebaut hat. Ja, das war unsere Präsentation zu unserem Haus im Bauhaus-Stil. Und ja, mach was.